Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silber und ich möchte uns mal einen ziemlich knackigen Satz zumuten und den nachher aber auch nochmal wieder mit einem guten Beispiel auflösen. Du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, sondern so, wie du bist. Das war ja viele Jahre überhaupt nicht im Bereich meiner Vorstellungswelt, dass die Welt anders sein könnte da draußen, als ich sie sehe. Das erschien mir als die einzige Wirklichkeit und die einzige Wahrheit. Und nun steht dieser Satz da doch sehr quer dagegen. Ich habe vor einiger Zeit mal einen tollen Film im Internet gefunden, aber den finde ich jetzt leider nicht mehr wieder. Ein sehr erfolgreicher Coach, der im Rollstuhl saß, weil er war von einer Klippe sprang und sich dabei so verletzte, dass er querschnittsgelähmt war, erzählte aus seinem Leben, dass er heute finanziell unabhängig ist, weil er ein so erfolgreicher Coach ist, dass er privat sehr glücklich ist, Familie hat, Frau, zwei Kinder. Er strahlte dieses Glück auch aus. Also das war durchaus sichtbar. Und er berichtete von einem Zeitungsinterview, was er gegeben hatte. Und der Journalist rief ihn nach einiger Zeit an und sagte, oh, die Redaktion hat dir eine sehr knackige Überschrift gewählt. Ich möchte Sie gerne vorwarnen. Und die Überschrift lautete, er würde es wieder tun. Und dieser Mann im Rollstuhl sagt, ja, da ist was dran. Ich bin heute glücklicher, als ich es jemals vorher war. Und ich glaube, ich würde nicht tauschen wollen. Und dann sagt er sehr richtig, ich glaube, hier im Saal gibt es jetzt ganz viele, die sagen, Mensch, komm, erzähl doch keine Geschichten, gib's doch zu, du hast dir doch was vor, du würdest doch lieber wieder laufen können, als da im Rollstuhl zu sitzen und so etwas. Und dann kam der Satz, der mich also wirklich beeindruckt hatte. Es kommt nicht darauf an, was Sie denken. Es kommt einzig und allein darauf an, was ich denke über mein Leben. Und so ist das auch bei uns. Und wenn es darauf ankommt, was ich denke über mein Leben, dann bin ich doch wieder handelnd. Dann ist doch da ganz viel Freiheit. Letztendlich handelt ja auch mein Kanal davon. Ne? Wo sind die Stellschrauben, wo wir kleine Blickrichtungen korrigieren können? Auf unser Leben und somit auf die Welt. Ich wünsche beim Finden dieser Stellschrauben ganz, ganz viel Spaß. Ich weiß, dieser Satz ist ein bisschen kantig, aber für mich war das Beispiel also sehr aufschlussreich. Vielleicht ist es das ja für dich auch. Alles Liebe, tschüss!